Hi Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video, aber diesmal mit einem Test, also ein Test-Video. Ich habe euch ja versprochen, dass ich dieses Ansteckmikrofon bzw. kabellose Ansteckmikrofon testen werde. Und ja, jetzt nehme ich mit meinem Smartphone mit einem kabelgebundenen Ansteckmikrofon auf und werde jetzt das kabellose Mikro gleich mit einem iPad Mini zusammenstecken und werde es da hier irgendwo weit oben platzieren, damit man mich auch gut hören kann, damit das Ganze auch gut funktioniert. Und wir werden auf Distanz gehen und schauen, ja, wie die Reichweite auch ist und wie man mich dann auch hören kann. Ich bin zwar ein wenig verkühlt, also man hört es an meiner Stimme, aber ich denke mal, das sollte diesem Test ja, nichts Negatives beifügen. Also, jetzt schalten wir mal um auf das iPad Mini und auf das kabellose Ansteckmikrofon. So Leute, das Mikro ist jetzt an, es ist zusammengeschlossen. Ja, ein bisschen Verkehr im Hintergrund. Ich hoffe, das ist nicht allzu störend. Und jetzt werde ich einfach nach hinten gehen, werde mich auch wegdrehen, damit man sehen kann, ob das Ganze auch wirklich hier mit diesem Mikro aufnimmt, was ich hier auf meiner Jacke habe. Und mal sehen, ob der Ton noch immer gleichmäßig ist. Ja. Ich hoffe, dass das auch wirklich passt. Vielleicht hat man auch vorhin irgendwie gehört, ob die Rauschunterdrückung für Hintergrundgeräusche funktioniert. Denn das soll ja ebenfalls eingebaut sein. Jetzt komme ich mal wieder weiter zurück und schauen wir mal, ja, ob das Ganze auch wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und ob alles gut hörbar ist, ob der Ton auch immer gleichmäßig war, ob es keine Verzögerung gegeben hat. Und ich hoffe mal, dass dieser Test mit dem iPad Mini gut funktioniert hat. Und ja, jetzt kommt wieder ein Auto. Schauen wir mal, ob die Rauschunterdrückung für den Hintergrund auch funktioniert. Das sollte eigentlich funktionieren. Und wieder ein Auto. Also, das ist ein Wahnsinn, was hier Verkehr ist. Also, das war's auch schon von diesem Test. Ich hoffe, das Mikro hat diesen Test auch positiv bestanden. So Leute, ich habe mir das Video angeschaut, ich habe mir die Tonqualität angeschaut bzw. angehört. Ja, das Mikro macht einen sehr guten Eindruck und ja, auch die Reichweite stimmt. Ich nehme mal an, 20 Meter wird man sowieso nie ausnutzen, denn maximal 10 Meter reichen, wenn man vom Smartphone entfernt ist oder halt vom Gerät entfernt ist, mit dem man das Video aufnimmt. Auf jeden Fall, was man beachten muss, ich habe beim ersten Test den Ansteckmikro ziemlich weit unten gehabt, ungefähr so wie hier dieses kabelgebundene. Und da war halt der Ton etwas leiser. Jetzt habe ich es weiter oben gehabt und mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn ich ein wenig zur Kamera mich gedreht habe, wurde der Ton auch lauter, also wurde besser aufgenommen. Also ich kann jedem nur raten, das Mikro so weit wie möglich oben Richtung Mund platzieren. Natürlich ganz oben wird man das nie platzieren können, aber so weit wie möglich oben, umso besser wird die Tonqualität. Aber die Tonlage bzw. der Ton war, wie ich weggegangen bin und auch zurückgekommen bin, immer gleichmäßig. Also das ist schon mal sehr gut. Also wirklich, dieser günstige kabellose Ansteckmikro von Asaton macht einen wirklich sehr guten Eindruck. Ich hoffe mal, dass es später auch mit einem Typ-C-Anschluss herauskommt. Jetzt ist es ja nur für Apple-Geräte verfügbar. Aber ja, wer Apple-Geräte hat, dem kann ich es nur raten bzw. empfehlen, dieses Mikro zu kaufen. Es funktioniert, wie es funktionieren soll. Es nimmt auch hervorragende Tonqualität auf. Also in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Würde mich über einen Daumen hoch, über ein Abo freuen und wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video.